Hallihallo, Hallöchen. Ja, wir sind hier ja an dem Tor stehen geblieben, wo wir uns da ein bisschen durchschummeln müssen, da wir sehr stark beschädigt sind vom Fahrzeug her. Jetzt kommen die Raketen noch. Das war knapp, okay. Ah, okay, da habe ich es verfehlt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und warten. Beschäftigen. Okay, Stufenaufstieg. Um den kümmern wir uns dann gleich kümmern. Ja, das ist gerade schon das zweite Mal, nur so als Info, dass ich das hier mache, weil gerade eben hat sich mein Antivirenprogramm gemeldet. Das muckt manchmal ein bisschen. Und nachdem ich den PC hochgefahren hat, zeigt es manchmal Dinge an oder beschwert sich, dass ich eben irgendwas nicht gemacht habe. Nee, wie war das? Das ist keine Verbindung zu irgendwas bekommt. Und naja. So, wie wär's denn mit so, ja. Granate. Nicht auf meinen Rücken, Junge. Und in genau der Situation habe ich dann eben jetzt gerade eben das abgebrochen bekommen, nicht weil ich es selbst abgebrochen hätte. So, haben wir eigentlich noch irgendetwas hier? Abgesehen von der Box, die wir hier öffnen können. Banshee 2. Gut, nehmen wir mal alles mit. Wir müssen ja Leute ausstatten. Von daher, ja, ist das kein Problem, dass wir die mal mitnehmen. Nun gut. So, einsteigen. Alle Mann. Und ab geht's. Da hinten ist zwar jetzt noch einer. Aber den kriegen wir ja auch noch aus dem Loch rausgeholt. Ja. Tja, so einfach kann es gehen. So, Hammer und radioaktive Munition. Da, Medigel. Ansonsten, was haben wir noch? Oh, hier ist eine Treppe, die führt uns raus. Interessant. Ja, dann müssen wir noch mal zum Fahrzeug. Ja, jetzt kam ja die Radiodurchsage. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand? Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ja, da hatte ich im ersten Moment nicht kapiert, wo sie hinrennt. Aber ich habe es übersehen. Das müssen wir erstmal gucken. So. Ein wenig schleichen.
Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Ach so, damit kommen Sie ja nicht schon durch. Raus mit ihr! Ach, Filmsequenz. Weg so, von Mist ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Was wollen Sie diesen Leuten antun? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Wollen Sie ihnen von dem Turianer erzählen oder soll ich es tun? Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Ja, andere Antwort gegeben, aber... Naja, keine andere Antwortmöglichkeit. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss! Als ob wir nicht genug... Das war mein Fehler. Schon gut. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Kolonisten... Was soll ich... Es muss einen... Wie mit einer Gasgranate! Es klingt... Es ist nicht waffenfähig. Das Insekt... Wenn ihr Nervensystem... Commander, ich könnte unsere Granaten verwenden. Klingt gut. Ich werde... Exzellent! Vielen Dank, Commander. Gut. So, statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer Gas-Upgrade aus, damit können Sie... Ah, Upgrade. Okay, eine Sekunde. Oh, da haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Nates und Antitorianer-Gas. So, da die anderen das nicht haben, ist alles okay. Banshee-Sturmgewehr. Ja, das war ja ein bisschen schlechter. Gucke mal einer an. Das ist doch schon gleich viel besser. Und dann können wir dem auch gerade noch, auch wenn er es wahrscheinlich nicht häufig benutzt, Kampfsensor. Eigene Feinde nutzen, um diese Verfahren zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Wieso nicht? Und hier haben wir auch einiges, also... Abkühlzeitreduzierung, das brauche ich. Aber davon haben wir zwei Stück. Demnach passt das schon. Waffenwirkung haben wir hier. Das passt soweit. Abkühlung. 2. Radioaktiv 3 haben wir. Das macht das Ganze ja schon mal ein bisschen einfacher. Und der hier. Ach so, der hat ja auch mit den verschiedenen Gewehren zu tun. Chemisch. Stimmt. Kühlzeitreduzierung, chemisch, Panzerbrechen, chemisch, Hammer, Phasenmunition, Hammer, Phasenmunition. Guck mal, die ganzen Level 1er, die können wir doch mal umwandeln. Und bald dann auch die Level 2er, aber erstmal behalte ich das noch. Gut, was haben wir hier? Großkaliber. Ist ja dasselbe. In die Quere, bis der Weg. Gut. Vorbildlich plus 2. Gut. Es ist bald soweit, nicht wahr? Wenn ich schlipp. Wie sollen stimmt, die mit denen so kann ich nicht. Ich hatte gehofft, mit ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Ach, stimmt, ja, das was war ja das, weswegen wir ich muss einige Daten zurückgegangen sind. Das ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Das ist beruhigend. Es ist eigentlich nichts. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Ja, gut. Ich arbeite als Freischaffender. Und warum arbeiten wir Freischaffenden müssen uns... Wissen Sie, das müssen Klügere als ich herausfinden. Ich muss gehen. Gut. Denken Sie an meine Worte. Tagebuch ergänzt. So Einträge sind auch immer wichtig.
Naja, es hilft beim Wissen, was ich nicht lese oder mir auch meist eher flüchtig nur anhöre und mir schlussendlich dann auch nicht merke. Aber es ist nicht... Warte. Was sollte das denn? Und auf. Hoch. So. Hoffentlich machen wir jetzt hier nicht den Fehler, irgendwas... Ach stimmt, wir waren ja... Genau den Fehler habe ich ja draußen gemacht. Und habe das eine Tor angefahren. Naja. War natürlich nicht ganz so klug. Interessant, wie gut man da eigentlich drüber kommt. Mit diesem Gefährt. Aber ich meine, es ist ja auch mit 6 Rädern und jeweils extrem gut stabilisiert durch die Federn. Das sollte doch. Ist schon ganz cool. Und die Flugfunktion oder Sprungfunktion ist auch der Hammer. Ich meine, damit kommt man doch schon recht hoch. Ich meine, fast so hoch, dass man eben an die Tore stößt. Gut, dann also wir wissen ja jetzt, wo der Rechner steht. Ich hoffe mal, der ist da auch eingezeichnet, wenn wir denn dann da sind. Ja, vielleicht haben wir ja jetzt den Zugangscode von dem oder so für das für die Entschlüsselung oder zum Dechiffrieren, wie auch immer. Ansonsten wäre mir das ja umsonst gelaufen. So, 40 Meter Scanradius müsste das sein. So. Wo kamen wir runter? Gehen wir hoch? Hier gehen wir auf jeden Fall mal hoch. Da sind sogar noch Feinde. Hier war ich hier noch gar nicht. Da ist auf jeden Fall ein richtiger. Ich war hier noch gar nicht. Wo kommt das denn? Alles klar. Ist kaputt. Bei dem ist die Schwerkraft aufgehoben worden. Achso, ich habe die falschen Tasten ausgedrückt. Okay. Er steht selbst wieder auf. Heilt er sich eigentlich? Garus heilt sich nicht, gell? Okay, das scheint nicht das. Noch ein paar Minuten, Donald, haben sie Garvins Hostlist. Was? Manuelle Überbrückung. Jetzt wieder Konzentration. Schutzabwehrfürsorge. Ja, Positionsgewehr. Schön. Eine Art Waffenschrank, Tatsache. Ja. Damit haben wir ja jetzt. Ich würde gerne nochmal nachgucken. Waren, Fleisch, Liefer oder so. Okay. Was war das? Daten. Okay, Daten zurückbringen. So, da wäre noch. Shuttle-Buchtür. Shuttle-Buchtür, so, nicht Buchtür. Und das, wo ich... Ah, verdammt. Aber gut, ich hätte noch mal hergemusst auf die Ebene. Ich wusste doch, ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas hatte ich da vergessen, als ich hier durch bin. Aber das ist dann so... Naja, gut. Tja. Jetzt wieder geladen, weil wir wieder in einen anderen Bereich kommen. Schönerweise geht das recht schnell, trotz meines nicht
so schnellen Computers. Aber die Last ist hier tatsächlich geringer, als man erwarten würde. Weil das Spiel ist ja auch nicht... Ich meine, es ist schon gut, aber so... Boah, kannst du mal aufhören, so empfindlich zu sein? Das Spiel ist schon gut, allerdings ist es auch schon einen Moment älter, von daher ist es eigentlich zu erwarten, dass es hier nicht so viele Probleme damit gibt. Die nächsten Spiele werden da interessanter. Mit Spiel Nummer 2 und 3. Aber das wird sich dann zeigen. So. Ja. Also rausfahren sollte ich hier nicht. Oh, Moment. Was sind das? Ich habe 24 Reparatur. Wie auch immer. Merkwürdig. Gerade eben hatte ich 16. Ob das jedes Mal steigt, wenn ich den Wagen abstelle, repariert er sich dann auch von selbst? Das wäre natürlich sehr witzig. Versuchen wir mal eine Drehung. Okay, entweder funktioniert es nicht, sich zu drehen. Oder wir haben gerade irgendwas sehr Komisches gemacht. So, jetzt parken wir mal direkt hier vor. Sehr interessant finde ich immer noch, dass die Felgen verchromt sind und dass die bis jetzt noch keinen einzigen Kratzer haben. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier. Das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Tagebuch 760 Ununiversal irgendwas, oder wie das heißt. Also, das hat sich definitiv gelohnt. 760 Geld dafür, das ist nicht gerade zu verachten. So, gut, jetzt muss ich in die Kolonie. Und da aufräumen. Und ich muss noch die Gate in den Tunneln vertreiben. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Ah, okay. Wow. Sag mir das doch einer. Sag mir das doch einer, dass da... Welche von denen sind? So, der ist hinüber. Gut, fahren wir lieber mal geradeaus. So. Ich sollte zurückfahren. Das ist merkwürdig. Okay, ich fahre mal vorwärts. Warum hat sich vorne und hinten jetzt gedreht? Warum hat sich das generell irgendwie gedreht? Naja. Wahrscheinlich wegen dem Geröll hier, was da liegt. So, und du noch. Haben anscheinend die Raketen überlebt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Untersuchen wir die Dinger mal. So groß sind sie ja nicht. Und die... schwer zu besiegen mit normalen Waffen, denke ich mal. Aber es wäre durchaus möglich. Und zwar beide Arten von Gegnern. Aber gut, so ist es natürlich auch einfacher. Mach mal das Tor auf. Oh, was ist das denn?